Hallo und herzlich willkommen auf Mirella.de. Schauen uns nun eine Übung zum vorherigen Video zu Wendepunkten an. Diesmal nehmen wir uns die Funktion vor 2x hoch 3 plus 3x² minus 12x plus 1. Wir wollen schauen, welche Wendepunkte oder ob die Funktion überhaupt Wendepunkte hat. Dafür müssen wir das sogenannte Verfahren einführen, das wir das letzte Mal auch gemacht haben. Nämlich die erste Bedingung ist, dass die zweite Ableitung gleich 0 ist und die zweite Bedingung, dass die dritte Ableitung eben nicht gleich 0 ist. Das heißt, wir leiten diese Funktion erst mal 3 mal ab. Das heißt, die erste Ableitung ist 3 nach vorne, das heißt, hier steht 6x², hier 2 nach vorne, hier steht 6x, 12x abgeleitet ist 12 und die 1 fällt weg. Die zweite Ableitung, 6x abgeleitet ist 12x, 6x abgeleitet ist 6 und die 12 fällt weg. Die dritte Ableitung wäre in diesem Fall 12x abgeleitet ist 12 und die 6 fällt weg. Okay, jetzt können wir die beiden Kriterien überprüfen. Erster Schritt. Zweite Ableitung gleich 0. Und das ist gerade 12x plus 6. Also setzen wir gleich 0, machen wir minus 6. Das heißt, da steht 12x gleich minus 6. Teilen durch 12. Und das ist x gleich minus 1/2. Unser Kandidat für Wendepunkt ist also x gleich minus 1/2. Jetzt müssen wir das überprüfen, der dritten Ableitung. Minus 1/2 eingesetzt in die dritte Ableitung. Nun, die dritte Ableitung ist allerdings egal, was ich einsetze, immer 12. Und damit ungleich 0. Und damit ist das Kriterium erfüllt und wir wissen, dass an der Stelle x gleich minus 1/2 ein Wendepunkt existiert. Nun können wir natürlich auch noch die Koordinaten dieses Wendepunkts herausfinden, indem wir uns hier in diese Funktion eintragen. Allerdings das schenke ich mir jetzt hier, das könnt ihr selbst mal als Übung machen. Schaut nochmal auf der Homepage vorbei, www.lyrella.de, da findet ihr weitere Videos zu diesem Thema. Dankeschön.